Hallo liebe 7a, hallo liebe 7c. Nachdem ihr euch jetzt bestens mit dem Absolutismus auskennt, geht es heute nicht mit einem geschichtlichen Ereignis weiter, das man irgendwie festlegen kann, das geschah 1736 oder so, sondern eher mit dem Entstehen einer neuen Denkrichtung, ähnlich zu dem, was wir zur Renaissance gemacht haben. Und dieses neue Denken, ein Stück weit auch dieses neue Zeitalter, nennt sich das Zeitalter der Aufklärung. Das ist jetzt nicht die Aufklärung, die ihr aus dem Bio-Unterricht kennt, Gott sei Dank, da wäre ich wahrscheinlich nicht sehr gut drin, euch das zu erklären, auch wenn es im Online-Unterricht weniger Gekicher gibt, sondern es handelt sich um eine Aufklärung im Geiste. Und wie die genau aussieht, das erkläre ich euch jetzt ganz schnell. Was ihr hier seht, ist ein Holzstich. Der wurde nachträglich koloriert und der wurde viele, viele Jahrzehnte im Unterricht, Religion, in Geschichte, in Deutsch dafür herangezogen, um zu zeigen, dass dieses Bild das Ende des rückständigen, primitiven, mittelalterlichen Weltbildes zeigt, hin zu einem moderneren, aufgeklärteren, wissenschaftlicheren Weltbild. Und das ist dargestellt durch diesen Mann, der vor sich hin krabbelnd aus der Himmelssphäre, die wie so eine Schneekugel die Erde bedeckt, herausspäht und erblickt, was da alles dahinter steckt. Also er bricht aus dem alten, nicht korrekten, unwissenschaftlichen Weltbild aus und bewegt sich auf etwas Neues zu und sieht da ganz im Hintergrund die ganze Maschinerie, die das Universum antreibt. Das sind irgendwelche Räder und Sonnen und Wolken und alles Mögliche. Schönes Bild. Leider Gottes taugt es überhaupt nichts. Und es taugt ganz, ganz schlecht, um die Aufklärung zu illustrieren. Oder vielleicht schon, warum, das erfahrt ihr gleich. Dieses Bild ist nämlich überhaupt nicht aus der Zeit der Aufklärung oder aus der Zeit des Übergangs vom Mittelalter in die Renaissance. Dieses Bild ist aus dem 19. Jahrhundert. Nur weil man lange Zeit nicht genau wusste, wer das eigentlich gemacht hat, dachte man, das zeigt eben das primitive Mittelalter und im Gegensatz dazu der Mensch, der ausbricht und die Neuzeit, wo die Menschen auf einmal dann anfangen, rational zu denken. Stimmt überhaupt nicht. Das ist viel später entstanden, als das Mittelalter schon längst, längst vorbei war. Und im Mittelalter, ich hoffe, das habt ihr euch gemerkt aus dem Unterricht, glaubte kein Mensch, außer vielleicht Leute, die ähnlich intelligent waren wie die Menschen, die heute denken, die Erde sei flach und eine Scheibe, daran, dass die Erde flach und eine Scheibe ist. Schon die alten Griechen wussten, dass die Erde eine Kugel ist. Und das Einzige, was das Mittelalter größtenteils wirklich falsch hatte, war, dass eben behauptet wurde, wir hätten ein geozentrisches Weltbild und die Erde steht im Mittelpunkt des Sonnensystems, beziehungsweise des Erdsystems und die Sonne dreht sich um sie. Das war falsch. Aber dass die Erde eine Kugel ist, das wussten eigentlich alle. So. Und trotzdem taugt dieses Bild ein bisschen dafür, die Aufklärung zu illustrieren. Ich zeige euch gleich ein interessantes Zitat. Das ist sozusagen das Zitat der Aufklärung. Es ist von einem Herrn namens Immanuel Kant, der sehr viele, sehr wortgewaltige und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr uneingängliche und umständliche und sehr, sehr, sehr schwer zu verstehende Schriften zu Philosophie geschrieben hat. Aber das, was er zur Aufklärung von sich gegeben hat, ist, finde ich, sehr eingängig und eindeutig. Immanuel Kant sagt: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner, also des Verstandes, ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, also habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und es lässt sich wunderbar auch auf dieses Bild tatsächlich anwenden. Ein wirklich aufgeklärter Mensch hätte nämlich genau geschaut und hätte relativ schnell selbstständig erkannt, dass es sich um überhaupt kein Bild aus der Renaissance oder aus des Übergangs vom Mittelalters in die Neuzeit handelt, sondern um eine sehr viel später entstandene Darstellung, die das Mittelalter so ein bisschen schlecht machen soll. Insofern taugt es also doch, um Aufklärung zu illustrieren. Aufklärung ist noch ein bisschen mehr als das, was Immanuel Kant hier so einfach zusammengefasst hat. Klar, der Mensch soll seinen eigenen Verstand gebrauchen, aber wenn man das mal konkret weiterdenkt, dann bringt die Aufklärung dieser Gedanke eine ganze Menge an Dingen mit sich, die eigentlich die Welt, so wie sie sich da, wo wir uns jetzt befinden, nämlich zur Zeit des Absolutismus, eigentlich umstürzen müssten.
Und das dürft ihr jetzt selber herausfinden. Ihr habt ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Texten zur Aufklärung. Keine Angst, die sind relativ kurz diese Woche. Und ich hätte gerne, dass ihr eine Tabelle anlegt, ungefähr so, wie ihr sie hier seht. Die Überschrift ist, was bedeutet Aufklärung? Und ihr überlegt euch anhand der Materialien, was bedeutet Aufklärung für das Menschenbild, für die Denkweise eines aufgeklärten Menschen und wie könnte ein aufgeklärter Staat aussehen? Welche Eigenschaften muss der haben? Und wenn ihr das gemacht habt, überlegt ihr euch bitte, was könnte geschehen, wenn die Ideen der Aufklärung auf das System des Absolutismus treffen. Das schreibt ihr mir bitte digital auf, die Tabelle nicht, die könnt ihr für euch selber anlegen und dann reicht ihr es unten bei Abgabe einreichen für mich ein. Und ein letzter Hinweis noch, die Aufklärung ist ähnlich wie die Renaissance zu sehen. Das ist nichts, dass jemand mit dem Finger geschnipst hat und die Menschheit war auf einmal aufgeklärt und dachte aufgeklärt. Das war ein erlesener Kreis von reichen Menschen, die nicht sonderlich viel zu tun hatten. Und die haben sich Gedanken über die Welt und wie sie so funktioniert gemacht, haben sich ausgetauscht, standen im Briefkontakt zueinander. Und so entstanden die Ideen der Aufklärung. Die entstanden nicht auf der Straße oder so, die entstanden in Studierzimmern, wurden ausgetauscht und haben sich langsam ausgebreitet. Aber Aufklärung war zunächst mal ein Hobby der Höhergestellten. So, das war's. Ich wünsche euch eine gute Woche. Viel Spaß bei der Aufgabe. Wir sehen uns. Tschüss.